Es sollte also ein Finale werden zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Fabian Stütz aus Salzburg und dem bayerischen Nachbarn David Nachreiner. Ein mittlerweile 18-Jähriger gegen einen 12-Jährigen. Das ist das Duell im Finale der Radical Darts Thunder League. Und nur, dass wir mal demonstrieren, von welchem Niveau wir hier sprechen. Wir starten hier gleich mit einer 140 vom German Eagle. Und was macht Fabian Stütz? Ganz klar, er tut es eben gleich. Und so steigen wir also ein in diesen Match. Es geht erstmals über 7 gewonnene Legs, denn das ist natürlich das Finale. Und Leg Nummer 1 tütet Fabian Stütz hier gleich mal ein. Auch das zweite hat er sich gesichert. David Nachreiner braucht mindestens 4 Pfeile noch. Eine 100er Aufnahme, 76 Rest bei Fabian Stütz. Muss über das Triple jetzt umbauen, kein Problem. Doppel 10 steht noch. Und das macht er. 3:0. Der Metzgerlehrling will hier alle zerfleischen. Aber David Nachreiner, der hatte zuletzt auch eine gute Partie gespielt gegen Nico Langer. Stütz ist aber in allen Belangen extrem stark an diesem Tag. 4:0 mittlerweile. David Nachreiner kann sein PPT nicht ganz halten. Und was gehört dazu für ein richtiges Finale? Ganz richtig, eine 180. Hier ist sie auch schon. Ja, er verzweifelt jetzt ein bisschen. Der so sympathische bayerische Nachbar. Er bekommt keine Triple mehr hin. Das ist das Problem, auch wenn er sonst so souverän ist. 76 Rest bei Stütz. Doppel 4. Ja, da fehlt ein halber Zentimeter. Trotzdem, Nachreiner ist noch nicht im Finish-Bereich. Von dem her keine Gefahr. Und auch jetzt wieder kein Triple. Doppel 2. Versuch Nummer 1. Und jetzt also über das Madhouse, über die Doppel 1, das 5:0. Da wird nicht mehr viel anbrennen. Da muss jetzt Nachreiner vor dem Whitewash ein bisschen aufpassen. 6:0 schon. 6:0, der Rocket ballert die Pfeile rein und wirkt so souverän. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Der dreifache U14 EDF-Europameister hat Probleme gegen Fabian Stütz. Und wir sind eben vielleicht schon alles entscheidenden Leg. Und Stütz präsentiert hier nochmal die 180. Ja, das tut schon weh, so ein Ergebnis. Aber in Summe muss man sagen, großen Respekt vor dem 12-jährigen David Nachreiner. Der hat eine großartige Saison gespielt, hat uns immer wieder mal mit High-Finishes wirklich zum Staunen gebracht, immer wieder tolle Aufnahmen präsentiert, großartige Matches. Also mit dem Jungen ist definitiv in den nächsten Jahren noch zu rechnen. Selbst RTL hat schon über ihn berichtet. Das heißt was. Und wir freuen uns natürlich, dass er bei uns mitgemacht hat, immer lange Anfahrtswege in Kauf genommen hat. Großen Respekt, David Nachreiner. So, Fabian Stütz muss hier nochmal umbauen. Letzter Service-Check. Und damit steht er jetzt vor den Matchstarts. Er braucht noch einen. Pfeil Nummer 3. Sitzt er, ja oder nein? Er sitzt. Wir gratulieren dem Salzburger Fabian Stütz zum Titelgewinn in der Radical Darts Thunder League Jugendserie. Das ist großartig. Jugendserie, er hat es getan, er hat es gepackt. Wow.